Hallo meine Lieben, lange habe ich mich nicht gemeldet, aber heute gibt es mal wieder ein neues Video von mir und ich möchte heute mal das Thema Alter und Krankheiten bei Kampffischen aufgreifen und möchte euch zeigen, wie mein OP-kranker Fisch lebt, dass es nicht immer sein muss, dass die in den Tupper-Gefäßen im SEPA oder beziehungsweise im SEPA halt ihren Lebensabend verbringen müssen. Ihr kennt ja hier mein Kallax-Regal. Wenn nicht, dann schaut gerne nochmal meine Playlists rein. Das ist jetzt das Becken von meinem Opi. Das ist ein selbstgezüchteter Fisch, deswegen kann ich das auch genau sagen, wie alt er ist. Und er ist aus der Black Copper-Reihe. Ich weiß nicht, ob ihr die Videos noch kennt. Und das Problem bei Black Copper ist, wenn man es mit Dragon kreuzt oder mit einer Dragon-Linie, beziehungsweise allgemein die Copper-Linien sind anfällig dafür, für Tumore. Und ich möchte euch gerne zeigen, dass trotz eines heftigen Tumors dieser Fisch und Flossenschäden, wie man vielleicht gerade sieht, dieser Fisch ein schönes Leben führt. So wie er jetzt aussieht, dieser Krankheitsstatus, der ist jetzt schon circa ein Jahr. Es ist zwar ein bisschen stärker geworden, der Tumor, aber es ist jetzt nicht schlimmer geworden. Wenn ihr das nicht sehen könnt, nicht möchtet, dann schaltet bitte ab. Ja, zum Thema Erlösen, bevor da Kommentare kommen, sage ich noch eins, ich erlöse kein Tier, was augenscheinlich nicht leidet. Und das Tier leidet nicht, da man öfters mal, also er schwimmt ganz normal, die Schwimmblase ist nicht betroffen. Wenn die Schwimmblase betroffen wäre, würde ich das gegebenenfalls anders handhaben. Aber das Tier hat keine Probleme bei der Futteraufnahme und auch keine Probleme, das Futter wieder auszuscheiden. Und er greift sogar öfters mal den Spiegel an und auch die Schnecken, die da drin wohnen. Das Becken habe ich jetzt letztens wieder ausgemistet. Das seht ihr, da ist hinten eine große Lücke. Das hatte ich auch eigentlich immer den Wasserstand bis hierhin. Aber ich habe den Wasserstand jetzt mal erhöht. Und ja, das ist das Becken. Das hat so 25 Liter. Das ist dieses Standardbecken. Ich zeige es nochmal von oben. Aber wenn ihr die Becken noch mal genau sehen wollt und wie ich das eingerichtet habe mit der Technik und allem, dann schaut bitte das Kallax-Video. Genau. Der Kampffisch hat hier seine Röhre und ihr seht es schon, er ist ganz schön agil und vor allem angriffslustig gegen alles Mögliche, was in sein Revier kommt. Trotz dass er extreme Flossenschmelze hat, also gut, die ist noch nicht ganz ausgeprägt, aber er hat an der Backe einen Tumor und das Auge, wo der Tumor ist, ist auch blind. Also da ist ein weißer Fleck, deswegen gehe ich davon aus, dass er da blind ist und man sieht auch ganz deutlich, dass er ein Black Copper ist und dass da noch ein bisschen Dragon drin ist. Genau, aber ihr seht, das Tier hat keine Probleme beim Schwimmen. Und er war auch eine Zeit lang im SEPA. Dann habe ich ihn hier reingetan und er hat sich super wohl gefühlt. Er wohnt ja auch alleine mit den Schnecken. Und das hat mich halt darin bestärkt, das Tier so zu lassen, wie es ist. Und jetzt seht ihr das auch ganz extrem. Der Tumor ist echt in der ganzen kompletten Backe und hat auch schon so eine Wucherungen. Ich weiß nicht, wie man das richtig nennt. Ich bin da kein Tierarzt. Aber ihr seht, er schwimmt super und hat keine Probleme. Genau, ich wollte mit diesem Beitrag dafür sensibilisieren, dass nicht jedes kranke Tier getötet gehört oder erlöst gehört und dass nicht jedes kranke Tier in einem SEPA versauern muss. Weil es wirklich so ist, dass manchmal in den SEPA-Becken die Tiere erst recht krank werden. Genau, und er hat halt diese Flossenschmelze. Ich mache nichts. Ich mache keine Medikamente rein. Er hat manchmal Seemandelbaumblätter drin, aber aktuell seht ihr, er ist kein Sud drin. Es ist nichts.
Also das Tier lebt wirklich ohne Medikamente glücklich und zufrieden. Und ich dachte wirklich, dass er keinen Monat alt wird mit diesem, als das anfing zu wuchern. Aber ja, ihr seht es ja. Ihm geht's gut und er hat keine Probleme. Ihr könnt ja mal erzählen, ob ihr auch solche Opis habt oder auch Tiere, die eine Krankheit haben, wie ein Tumor oder so. Und ja, wie ihr das gehandhabt habt, ob ihr den Fisch erlösen musstet oder ob er leben durfte, was auch immer. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich freue mich wieder über Austausch. Bitte aber in netter Atmosphäre, weil ich weiß, das Thema ist sehr, ja, lässt viel Raum zum bösen Kommentare schreiben. Aber wenn jemand einen bösen Kommentar schreibt, dann lösche ich den sofort. In diesem Sinne, macht's gut, ciao!